Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir spielen historisch die Schlachten und die Eroberungsfeldzüge nach. Beziehungsweise, ja, nee, das stimmt nicht. Wir breiten uns so aus, wie Rom es damals gemacht hat. Und dafür werden wir jetzt erstmal hier eine spannende Schlacht schlagen. Das war zu früh geteasert. Ich will noch eine Schildkröte haben. Viermal Leitern, das reicht aus. Wir werden auf jeden Fall mit unseren schweren Onagern erstmal eine Bresche schlagen. Zusammen mit der Schildkröte. Und genau das nächste Runde. Und ich glaube, wir haben schon relativ. Wir haben nur noch 18. 18 Futter, das ist ein bisschen zu wenig. Ein bisschen arg wenig. Ich will mehr essen. Essen, essen, essen. Öffentliche Ordnung. Ja. Die kosten alle Nahrung. Ah, hier können wir machen. Genau, das wollte ich, glaube ich, auch. Und deswegen habe ich das, glaube ich, am Anfang auch schon geändert. Also Iada braucht jetzt nichts, also keinen Kriegshafen mehr, weil hier ist ja alles safe. Wartet, der war auch minus Nahrung, genau. Und dann sind wir durch, genau. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht. Warte mal. Genau, Karthago. Ach, genau, Karthago. Ah. Boah, das war ja so nicht vertrauenswürdig, ja. Das war ja so dämlich von mir, dass ich ja Frieden angenommen habe, letzte Runde, bevor ich Alexandria bekommen habe. Ah, das hat mich so geärgert. Das hat mich richtig geärgert. Du gehst jetzt nach Paratonien. Du bleibst da. Legion 1 wird jetzt, schätze ich mal, auch. Ich könnte das auch den Erdbogen. Den Erdbogen gleich machen, aber also. Das Problem ist, dass Rom niemals so weit südlich war. Also was sie gemacht haben, war Ägypten komplett, weil das war die Getreidekammer von Rom. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich Karthago hier unten vernichten soll. Aber ich glaube nicht. Ich werde die Legion 1 jetzt auch nach Kyrene. Und die Klasse 11 werde ich nach Markomandes schicken. Weil dann werden hier in Alexandria bzw. in Ägypten drei Legionen sein, die dann Richtung Osten ziehen. Und hier genau Legion 4 und 5. Genau. Und hier ist noch eine Legion 6. Wieso ist die da? Habe ich die auch rüber geschickt? Ja, weil Pergamon so groß ist wahrscheinlich. Okay, hier die da müssen, also in Gallien stoßen wir ja erstmal in 30 Runden vor. Ja, bis dahin. Der da ist wahrscheinlich bis dahin auch gestorben. Ja, komm, der ist. Nee, ja, der ist bis dahin 70. Warte, der da ist 40, ja. Ach, der hat ja keine Frau mehr. Och, warte, nee, nicht Diplomatie, sondern Fraktion, bitte. Du bekommst bitte eine Frau, bekommst du nicht, okay. Ach, das ist gar nicht meine. Hä? Doch. Der hat eine Frau, der hat eine Frau. Die hat keinen Mann. Jetzt hat sie einen Mann. Der hat keine Frau mehr. Jetzt hat er eine Frau.
Streitsüchtige Frau, wow. Super. Ja, der bekommt furchtloser Krieger. Okay, der bekommt hier noch was. Warte, wo ist denn der? Ah, das ist der. Okay, ups, Entschuldigung. Die Armee ist ja wie die anderen Armeen auch. Also Kavallerie könnte ich machen. Forschungsrate ist jetzt für ihn gerade unwichtig. Ja, dann mache ich Kavallerie. So, und die beiden da oben, die sind ja gerade eher. Ja, okay, also, ja, doch, die sind gerade mehr. Ja, verdammt. Mehr Verwalter. Und deswegen. Forschungsrate, ja, okay, die haben das schon. Der könnte auch eine Frau bekommen. Einmal updaten. So, super. Gut. Alter, die leben auch noch und Junge, warte mal. Der ist. Warte, der ist 58 Jahre alt und der ist 40. Wie kann das sein? 27 Jahren gestorben? 28. Okay, da ist 30 Jahre Unterschied ungefähr zwischen den beiden. Wie kann das sein? Naja, okay, okay. Das macht ja zwar nicht sehr viel Sinn, aber ja, lassen wir. Genau, die beiden bekommen nichts. Und ja. Wir haben gehandelt. Ah. Karthago birgt unzählige Schätze. Wir würden sie mit euch teilen. Warte, wollt ihr Klientel? Wir zahlen euch auch. Aber nicht so viel. Nein, warte, Zahlung anbieten. 40.000, nein. So, ja, okay, 10.000. Okay. Gut, jetzt zum dritten Mal unser Verbündeter. Jetzt müssen wir auch keine Sorgen mehr haben, dass der uns vom Süden her angreift. Das ist ganz in Ordnung. Und wir haben ja Alexandria. Weil wenn wir das nochmal brechen würden, dann wette ich mit euch, dass wir sehr viele Krieger bekommen. Also unsere ganzen Klientel, König Tiber, die waren schon. Also da bekommt man auf jeden Fall ein großes Mali drauf. Oh, das ist mein Diktator. Nicht wahr? Oder das ist mein Diktator. Auf jeden Fall wird es interessant. Warte, was ist schwer? Also die Armee ist, die kann man ignorieren. Ja, Heerbanner Pikeniere sind nicht so stark. Ja, ich sag, das können wir schaffen. Vor allen Dingen, wir haben 6 Fernkampfinfanterie. Okay, wir haben nicht so viele, wieso haben wir nur Legionärkohorte und keine gepanzerten? Weil die da sind ja nicht so gut gepanzert wie die. Klar, die haben jetzt Waffe und Rüstungsstufe 3, also das gibt auf jeden Fall noch einen Boost. Aber ja, wir haben, also unser Vorteil ist natürlich die Kavallerie. Wir haben sehr starke und viel Kavallerie. Wir haben jetzt 6 Kavallerieeinheiten, beziehungsweise 5, weil den General will ich ungern einsetzen.
So. Ah, das ist wieder die typische Karte. Normalerweise stelle ich mich ja hier und hier auf und gehe dementsprechend außen rum. Jetzt würde ich mich aber gerne hier aufstellen, dass er gerne das behalten darf. Genau, hier kann man es nochmal sehen. Also, genau, die haben mehr Nahkampf. Aber Rüstung haben die jetzt gleich. Interessant. Dann sind es halt doch die Gepanzerten, oder? Ja, sehr schwere. Ja, okay. Dann sind es halt doch die Gepanzerten. Dann nehme ich alles zurück. Gut, die Gepanzerten stelle ich nämlich zwei hier auf. Die Adlerkohorte stelle ich zwischen denen. Und zwar richtig schön. Nee, warte. Richtig schön breit aufstellen. Tief aufstellen, meine ich. Genau. So, jetzt hat er aber. Oh, normalerweise geht es. Entschuldigung. Ich mach gleich weiter. So, gut. Die da sind versorgt. Die werde ich hier hinstellen. Und die beiden werde ich hier hinstellen. Die da kommen hier hin. Die werden sehr schön Dauerfeuer machen. Der General kommt hier hin. Und die Kavallerie. Kommt hier rein. Na, komm. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von dieser Seite aus. Okay, dann werde ich das mal umstellen. Die kann ja auch. Ja, dann bleibst du mal da, weil von hier, also ich kann sie ja nicht so nah an den Häusern dran stellen. So, okay, der eine Scout ist schon mal dabei. Wenn er klug ist, würde der seine beiden Armeen verbinden, aber das, er ist ja nicht klug, ne? So. Wo sind seine Ballisten? Hat er vergessen. Das war ein bisschen dumm. Nur ein bisschen. Ja, da sind ein paar Speere flöten gegangen. Ne? Ach krass, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal den Schwanz vom, oder den Schweif getroffen. Super. So, dann hole ich mal die Onaga ab. Ich dachte, der hätte hier wirklich noch Artillerie. Hatte er aber eigentlich auch. Schnell
So, schnell durchraschen. Der darf nicht weiterkämpfen. Der hat schon mal hier reingeschossen, ne? Genau. Schön. Pikiniere drehen sich um und zeigen mir seinen wunderschönen Hintern. Okay, die sind schon mal weg. Dann galoppiere ich mal auch weg. Und ja, die sind halt noch da, ne? Ein bisschen nervig. Da mache ich einfach offensive Schildkröte. Und die da greift mal an. Da ist aber auch jemand bisschen alleine. Die Salve war gut. Ja, hier, ich weiß jetzt auch nicht, was der da macht. Ah, der verbindet sich. Ja, okay. Ja. Die Reiter sind nicht so clever gerade, ne? Die da können auch aufhören. So, jetzt fängt er an. Jetzt macht er wieder Druck. Der rast nur durch. Jetzt, ihr dürft wegreiten. Ich glaube, daher kommt das Sprichwort, wenn Dummheit wehtut. Nicht nach da, sondern nach hier. Wieso will der? Das macht weniger Sinn als eine Tomate. Ah, ich habe keinen Vergleich. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich meine, jetzt hat er hier eigentlich keine Chance mehr wegzukommen, ne? Jetzt wird er hier gefesselt. Oh Mann. Es ist einfach so traurig. Jetzt geht's da auch los, okay. Ich glaube, jetzt dürft ihr wieder anfangen zu schießen.
So, ihr bitte auf die... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind gerade keine Piken. Doch, da. Auf die Piken. Und ihr... Unser General wird angegriffen. Warte. Upsi. So. So, hier sind auch Repliken. Wieso tut er die Steinschleuderer vorwärts? Ich glaube, ich weiß, was der vorhat. Und zwar, also natürlich wird er das nicht vorhaben, aber es ist clever. Und zwar will er, dass ich meine Munition verschwende und er dann später mit seiner Pikenarmee freies Spiel hat. Das gefällt ihm nicht so. Und das gefällt mir auch nicht so. Aber wieso greift er nicht mit allen an? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, der General ist auf jeden Fall tot, obwohl ich das nicht gehört habe. Und jetzt? Ganze Römer. Elites. So, wie geht's denn unseren Frontmännern? Ziemlich gut. Ziemlich gut. So, die gehen jetzt mal nach hier, weil die haben nämlich nichts mehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Ja, ich könnte eigentlich jetzt mal zur Offensive gehen. Pikiniere. Hopliten, okay. Aber ich glaube, ich gehe mal mit denen vor. So, der kommt mit. Weil die haben nämlich alle noch Wurfspeere. Die gehen zurück. Der geht auch. Oder die beiden gehen auch mit. Hier sind Hopliten. Pikiniere, da sind nochmal Pikiniere. So. Entschuldigung. So, laufender Wechsel. Geil, der hat keinen verloren. Ah, noch nicht. Mal schauen.
Sehr gut, er hat keine verloren. Dann der da, genau dasselbe Spiel. Warte, hier. Und hier. Hatte er gerade einen verloren? Ich glaube schon. Ah, das war ein guter Wechsel. So, dann schauen wir mal hier, dass wir hier wenigstens ein bisschen... das ist so ärgerlich mit der Stadt. So. Hier geht ja beide jetzt noch da. Warte, bitte eine hier. Unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ah, verdammt. Begeistert außer Atem. Sehr müde. Und raus. Das sind auch nochmal Pikiniere. So, bitte werfen. Werfen, werfen, werfen. Boah, super. Und jetzt geht er nochmal zurück. Das ist auch super. Ach, es ist so herrlich, wenn der Plan funktioniert. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verloren. Gut, dann können die alle hintergehen. Du kannst jetzt auch noch mal ein bisschen hingehen. Du bist immer noch sehr müde. Ja, okay. Kann ich verstehen. Okay, der hat keine Munition mehr. Der hat ein bisschen Munition mehr. Hier müssen wir dann ihn einkesseln. Okay, aber das schaffen wir. Dann... hier müssen wir auch einkesseln. Okay, der hat wie viele? 1, 2 volle Pikiniereinheiten. Das wird nochmal anstrengend. Ich lasse die jetzt mal einfach da stehen und kümmere mich erstmal um die. Sind halt Bürgerwehr. Also ich gehe mal mit denen außen rum. Mit der Kavallerie auch. Nee, ich lasse die stehen, weil durch die Pikiniere kann ich viel mehr, bekomme ich wahrscheinlich viel mehr Schaden. Und die Hopliten, ja, das wird schon passen. Ach, die gehen jetzt... Ah, okay, was passiert jetzt? Was passiert da jetzt gerade? Der geht jetzt nach da. Interessant. Oder doch nicht? Also ein Teil geht jetzt nach da. Aber ich weiß nicht warum. Okay... das sind... warte mal. Das sind die zwei Pikiniereinheiten. Das heißt, ich könnte ihn jetzt vernichten. Dann tue ich die nochmal zurück. So, weil die anderen sind ja keine... das sind nur... ja, okay, der hat... einmal noch Herbana Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, hast nochmal eine Salve gemacht, das ist gut. Hä?
So, hier bitte zurück. Hier bitte wieder aufbauen. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Ich will den eigentlich in den Rücken fahren. Aber hier macht er das eigentlich ganz gut gerade. Aber trotzdem macht er eine Lücke auf. Hoffe ich. Bitte lasst euch nicht aufhalten. Uiuiui. Ja, das war ein bisschen teuer, aber... Warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ne, 7. 7 Pferde verloren. Die Rückzug, er sollte nach vorne preschen. So... Entschuldigung, das war mein Handy. Okay. Gut. Also hier macht er noch nichts, deswegen kann ich mir hier sehr schön Zeit lassen. Und jetzt bitte alle angreifen. Na cool, der hatte sogar seine Phalanx nicht unten. Und jetzt kann er seine Phalanx wirklich nicht mehr runter tun. So, gut. Das war Nummer 1. Hier kommt Nummer 2. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was er da gemacht hat. Die sind immer noch außer Atem, deswegen... Was macht der da bitte? Gut. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sobald ich den Punkt wieder eingenommen habe, kommt er wieder zurück. Wie seid ihr? Frisch. Dann könnt ihr rennen. Ihr geht mal nach da. Und ihr geht mal nach vorne. So. Der hatte noch ein... Ah, hier sind die Pikinier. Genau, da muss ich aufpassen. Dann einmal chargen. Hier geht man zur Seite und lasst die anderen durch. Hier war... Okay, hier sind auch nochmal Pikiniere drin. Okay. Dann hat er nochmal zweimal Pikiniere. Entschuldigung, ich hab's. Oh, Entschuldigung. Das war ungünstig. Das war sehr ungünstig. Das war echt schlecht. So, der bekommt jetzt noch einen Bonus. Ich
Genau, die kommen auch nochmal. Sind die Obliten. Die machen halt schon krassen Damage. Okay, ich muss versuchen, die zu retten. Und zwar schnell. Das sind nur Bürgerwehr. Das passt. Schnell, schnell, schnell. Wir können es noch schaffen. So, frisch. Das ist gut. Ausgeklingener Kampf. Die schauen zu denen. Okay, alles klar. Schnappe ich mir mal zwei. Die werden dann in den Rücken fallen. Und hier rein. Sehr schön. Du wirst jetzt davor preschen. Schön außen rum und hier rein. Die wanken jetzt auch, das ist gut. Jetzt weiß er halt nicht wohin mit sich. So, sehr gut. Da jetzt warte ich besser. Sich entschieden hat. Ja, entscheidet sich für die Seite, das ist gut. Schön in den Rücken. Okay. Und jetzt nochmal in den Rücken. So. Okay, jetzt hilft der Pikinier-Typ hier dem da. Mein General kann den mal pushen. Okay, jetzt müssen aber die ran. Weil sonst wäre der in meinen Rücken gefallen. So, jetzt einfach alle. Einfach alle drauf. Nee, General nicht, weil. Sonst stirbt er in der letzten Sekunde. Gut. Wow. War doch nicht ganz so super easy. Aber mit Piken ist es halt immer so eine Sache, also so eine Kunst an sich. Der feindliche General ist tot. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Schnell! Also dafür, dass er eigentlich sterben sollte. Ah, jetzt hat. Gut, knapper Sieg, ja, also Verluste 600 von 1800 gegen 3000 und der hat 2700 verloren. Das ist eine gute Statistik. Ja,
Der da mit knapp 300 war der Beste. Ja, war in Ordnung. War durchaus in Ordnung. Aber das war jetzt mein... Also das war jetzt nicht mein Diktator, oder? Glaube ich. Legatus. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind schon bei 40 Minuten wieder. Danke fürs Zuschauen und ja, habt noch einen tollen Tag und nächstes Mal machen wir weiter. Ach nee, wow. Gut. Bye bye, macht's gut. Shut up!